Gut, herzlich willkommen an alle Teilnehmenden dieses Vortrags zum Klimaschutz, Verantwortung und Medienbildung am Beispiel eines Smartphones. Frau Katja Schirmer wird dann gleich übernehmen. Ich bin Christoph Oscher, arbeite bei Irrigation Austria und wünsche viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, danke schön. Hallo, mein Name ist, wie schon gesagt, Katja Schirmer. Ich bin in erster Linie AHS-Lehrerin, in zweiter Linie Mitarbeiterin am Zentrum für Lerntechnologie und Innovation an der Pädagogischen Hochschule Wien. Und ich darf Ihnen heute einen kleinen Einblick in ein Projekt mit dem klingenden Namen ÖH geben. ÖH steht für ökologisch nachhaltiges Medienhandeln in Schule und darüber hinaus. Wenn irgendjemand Probleme hat, mich zu verstehen, irgendetwas ist, bitte in den Chat schreiben, dass ich das gleich weiß. Ansonsten fange ich einfach an. Digitale Nachhaltigkeit ist sowohl im österreichischen Lehrplan für die digitale Grundbildung als auch im Kompetenzmodell DigiComp verankert. Aber didaktische Materialien für Lehr- und Lernkontexte gibt es nur sehr, sehr wenige. Das vom ZLI initiierte ÖH-Projekt startete vor über 2 Jahren als eines der allerersten, das sich den Themen Nachhaltigkeit, verantwortliches Medienhandeln und ökologisches Bewusstsein zuwandte. Die Pandemie und der Lockdown hat auch dieses Projekt zwischenzeitlich ins Stocken gebracht. Andererseits hat die Krise auch das Bewusstsein dafür geschärft, wie abhängig wir von funktionierenden digitalen Strukturen sind. Vielleicht ist das ein weiterer Grund dafür, dass ÖH für viel Aufsehen gesorgt hat und auch schon einige Preise gewinnen konnte, etwa die Comenius-Edo-Media-Medaille. Zum Ablauf dieses Vortrags. Ich werde am Anfang einiges sagen zum ÖH-Projekt und dem Kontext des Projekts, werde dann die Lernmaterialien vorstellen, die ich hier neben mir liegen habe. Das ist natürlich, oh, ihr seht es immer so halb, weil ich das so komisch gemacht habe. Na gut, ihr seht sie, wie ihr seht, nur in einem Bildschirm, was natürlich sehr schade ist. Es wäre schöner gewesen, einen Workshop zu machen, aber es lässt sich nicht ändern und ist wahrscheinlich auch das Sinnvollste, es so zu machen. Also ich werde kurz die App, die Lernmaterialien vorstellen und einige Einsatzszenarien im Unterricht auch vorstellen. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Ich werde allerdings im Chat jetzt erst zum Schluss reinschauen. Ihr könnt aber auch gern per Audio eine Frage stellen, auch zwischendurch und ansonsten eben am Ende. Also beides ist möglich, insbesondere wenn wir dann in dem interaktiven Teil sind mit den Materialien. Gut, Ausgangspunkt der mediendidaktischen Überlegungen zum Projekt war ein kritisches Hinterfragen der Smartphone-Nutzung im Alltag. Wie sind die Arbeitsbedingungen in afrikanischen Coltan-Minen oder asiatischen IT-Unternehmen? Was wissen wir eigentlich über das Recycling eines Mobiltelefons? Solche und andere Fragen, wie hier auf der Präsentation zu sehen, standen am Beginn des Projekts, und zwar nicht nur für die Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PH, sondern auch für die am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler. Über dieses partizipative und damit auch oft ergebnisoffene Vorgehen sage ich später noch mal mehr. Aber solche Fragen eignen sich natürlich ebenso gut für einen Einstieg ins Thema mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht. Möglich wären da zum Beispiel auch Schätzfragen wie diese, die Sie jetzt hier sehen können, wo auch jedes Mal die Antwort dann danach gegeben wird. Diese Fragen sind eine erste Möglichkeit, ein Problembewusstsein darüber zu entwickeln, dass digitale Technologien einen enormen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Mal ganz abgesehen davon, dass ja auch eine wirtschaftliche Ausbeutung dahinter steht. Vielen Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen ist überhaupt nicht klar, dass Digitalität etwas Handfestes und Greifbares ist, Teil eines umweltzerstörenden Prozesses. Felix Stadler, Professor für digitale Kultur an der Zürcher Hochschule der Künste, schreibt in seinem 2016 erschienenen Buch Kultur der Digitalität darüber:
Digitalität beruht auf globalen, durch und durch materiellen Infrastrukturen, die von den Minen tief unter der Erdoberfläche, in denen Metalle der seltenen Erden abgebaut werden, bis ins Weltall, wo Satelliten die Erde umkreisen, reichen. Aber genug davon. Damit Sie einen kleinen Einblick in das ÖH-Projekt bekommen, vor allem auch in die partizipative Vorgehensweise gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern bei der Erstellung der Lernmaterialien, zeige ich ein ganz kurzes Projektvideo. Und hier ist tatsächlich die Frage, ob Sie das hören können oder nicht. Bitte einfach mich unterbrechen, wenn Sie es nicht hören können. Ja, danke, dass Sie den Chat im Blick behalten. So, ich gebe mir Mühe, ich bin gespannt. ÖH steht für ökologisch nachhaltiges Medienhandeln. ÖH. 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 Liebe Zuseher und Zuseherinnen, sei klug und verwende dein Handy so lange wie möglich. Scheint geklappt zu haben. Ja, wie man sehen konnte, ist auch hier... mit Augmented Reality teilweise gearbeitet worden. Das hat man jetzt im Projektvideo schon gesehen. Das Projekt ist nämlich unter der Projektleitung vom ZLI in Kooperation mit sehr vielen Projektpartnern entstanden, unter anderem auch MLogy, die die Augmented Reality Elemente gestaltet haben, die in der App und in den Arbeitsbüchern als Spiele vorkommen und als Informationsmaterial. Im Zentrum dieser Kooperationen stand aber immer die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern einer Volksschule und einer AHS. Die meisten Lernmaterialien sind auf diese Weise von Schülerinnen für Schülerinnen entstanden. Und unter dieser Prämisse müssen die entstandenen Materialien auch eingeordnet und bewertet werden. Auch die Programmierung der ÖH-App und der Website entstanden gemeinsam mit Schülern einer HTL, die ihre Abschlussarbeit über dieses Projekt verfassten. Zu den Projektzielen. Das anspruchsvollste Projektziel war natürlich die Aufbereitung dieses doch sehr umfangreichen Themas für die Schule und andere pädagogische Zwecke. Aber daneben gab es auch konkrete, handfeste Projektziele, die sich aber auch erst im Laufe des Projekts entwickelten. Also es gab natürlich Projektziele, die am Anfang standen, aber es war am Anfang zum Beispiel auch noch nicht klar, ob es sowohl eine App als auch Arbeitsbücher geben soll oder ob man sich für eines der beiden entscheidet. Im Endeffekt hat man das nicht gemacht, sondern wir haben sowohl eine App als auch Arbeitsbücher entwickelt und eine Website dafür genutzt, das sehen Sie dann später auch noch, wo dann alle Materialien gebündelt wurden. Dazu wurde sehr viel multimediales Lehr- und Lernmaterial hergestellt, was sowohl in den Arbeitsbüchern aufgerufen werden kann, als auch in der App zu finden ist. Und dass das multimedial wird, das war von Anfang an klar, weil alles andere wäre dem Thema nicht gerecht geworden. Es ist sehr viel didaktisches Begleitmaterial entstanden, aber die Do-it-yourself-Ausstellung ist der Pandemie leider zum Opfer gefallen. Ja, zum Projekt und der Idee hinter den Arbeitsbüchern und der App. Um möglichst nah an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zu bleiben, wurde der Fokus auf den Lebenszyklus eines Smartphones als digitalem Endgerät gelegt, weil einfach jeder Schüler ab einem bestimmten Alter heutzutage ein Smartphone besitzt. Die thematische Aufarbeitung und später die Materialentwicklung orientierten sich an den 5 Schritten dieses Lebenszyklus. Das ging von der Technologieentwicklung, das ist hier zu sehen, über die Rohstoffgewinnung, die Herstellung der Geräte in den Unternehmen, die Mediennutzung und Entsorgung und Recycling. Die Projektergebnisse wurden auf einer Website als zentrale Stelle zusammengetragen. Dort sind auch alle Materialien zu finden, die im Zuge des Projekts für die Volksschule und die Sekundarstufe 1 entstanden sind. Und das sind wesentlich mehr Materialien als nur die ÖH-Arbeitsbücher oder die ÖH-App.
Die Arbeitsbücher können auf der Website kostenlos als OER-Material heruntergeladen werden. Es ist aber auch möglich, diese Arbeitsbücher eben in gebundener Form zu bestellen. Beim Lemberger Verlag ist das. Genau. Ich habe auf den nächsten Folien ein paar Folien zusammengetragen mit einigen Beispielen, Aufgabenbeispielen aus den Arbeitsbüchern, dass man ein bisschen sich anschauen kann, wie diese Arbeitsbücher aufgebaut sind. Die sind eben genau nach diesen 5 Schritten aufgebaut und es gibt jeweils ganz verschiedene Anregungen, aber auch Arbeitsblätter für die Schülerinnen zum Ausfüllen, die genutzt werden können. Das ist ein Arbeitsblatt, eine Diskussion zum Einstieg. Das ist im Endeffekt so ein Einstieg, wie ich ihn auch hier beim Vortrag gemacht habe, wo Sie sich ein bisschen bewusst darüber werden sollen, mit wie vielen Smartphones Sie schon in Berührung gekommen sind, wie das in Ihrer Familie ist, wie viele digitale Geräte es da gibt, wie viele Geräte einfach so herumliegen, die nicht mehr benutzt werden, aber auch nicht recycelt werden. Und das schafft oft ein gewisses Problembewusstsein erstmal. Dann ist hier ein Arbeitsblatt, was ich sehr schön finde, mit verschiedenen Telefonen. Da geht es um die Entwicklung. Und man sieht, man glaubt es nicht, aber viele dieser Telefone sind den Schülern überhaupt nicht mehr bekannt. Also es ist wirklich sehr spannend, mit ihnen gemeinsam auch ein bisschen so die Geschichte des Telefons sich anzuschauen. Dann gibt es sehr viel Material zu Rohstoffabbau und auch Arbeitsbedingungen in den Coltanminen oder auch, wie so ein Handy überhaupt aufgebaut ist, was da alles für Rohstoffe drin sind, für Metalle drin sind und seltene Erden. Hier ein Arbeitsblatt über Entsorgung und Recycling. Da geht es vor allen Dingen auch darum, wie kommt unser Müll nach Afrika? Warum ist es so? Da haben wir auch sehr, sehr viel darüber recherchiert, über solche Problematiken. Genau, und neben den Arbeitsbüchern und sehr, sehr vielen Zusatzmaterialien, die auf der Website zu finden sind, wurde eben auch eine App entwickelt, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Und auch zur App gibt es ein kleines Video, das auch wieder einen Einblick in diese partizipative Erstellung der Materialien zulässt. Ich schaue mal, wo das jetzt ist. Ja, sieht gut aus. Wenn das erste funktioniert hat, wird das zweite auch funktionieren. Hallo, ich bin Alex vom Projekt ÖH. Was hat mein Smartphone mit dem Umweltschutz zu tun? In dieser App geht es um Umweltschutz und digitale Medien. Und so funktioniert sie. Über die Startseite kann man 2 Wege wählen. Den für die Volksschule oder den für die Sekundarstufe. Auf dieser Seite ist der Lebenszyklus eines Handys in 5 Stufen abgebildet. Von der Entwicklung über Rohstoffgewinnung, Herstellung, Nutzung zum Recycling. Über Mehr erfahren gelangt man auf die jeweilige Unterseite. Von hier aus sind dann einzelne Lernmaterialien wie Videos, Präsentationen, AR-Inhalte oder Spiele abrufbar. Hier ein Beispiel für ein Video. R-Wörter, die die Welt verbessern könnten. Diese R-Wörter sind das, was wir gern hätten. Dass wenn man sich an diese R-Wörter hält, kann Elektroschrott vermieden werden. Videos können gestoppt, pausiert oder von Beginn an angesehen werden. Und hier ein Beispiel für AR, Augmented Reality Elemente in der App. Hier können interaktiv Informationen zum Stromverbrauch abgerufen werden. Hier sieht man, aus welchen Teilen ein Handy besteht. Und hier auf der Weltkarte ist zu sehen, welche wertvollen Rohstoffe in einem Handy stecken. Die ÖH-App ist gratis im Google Play Store und im App Store verfügbar. Zusätzlich zur App gibt es Handbücher für... Wollte ich es kaputt machen. Auf der Weltkarte ist zu sehen, welche wertvollen Rohstoffe in einem Handy stecken.
Die ÖH-App ist gratis im Google Play Store und im App Store verfügbar. Zusätzlich zur App gibt es Handbücher für Schülerinnen und Schüler sowie viele andere Materialien auf der ÖH-Website. Viel Spaß mit ÖH wünscht Alex. Ja, Alex ist das kleine Männchen, was ihr da gesehen habt, was sowohl in der App als auch in den Arbeitsbüchern immer wieder vorkommt und verschiedene Dinge vorstellt. Wichtig ist vielleicht darauf hinzuweisen, dass die Videos, Links und Spielmöglichkeiten, die in der App zu finden sind, auch alle über die Arbeitsbücher abgerufen werden können, dort meist über QR-Codes. Es ist also nicht notwendig, die App herunterzuladen, um mit den Schülern an den Projektthemen und dem Material zu arbeiten. Aber die App ist zum Beispiel auch in Zeiten von Lockdown eine gute Unterrichtsunterstützung, wo sich Schülerinnen und Schüler viele Themen im eigenen Tempo und nach eigenen Interessen erarbeiten können. Das ist die Idee dahinter, dass beides entstanden ist. Ich schaue jetzt mal, ob es jetzt weitergeht oder ob ich jetzt... Ja. Jetzt. Zu den Einsatzmöglichkeiten. Die Materialien sind sehr vielfältig einsetzbar und erweiterbar. Das war uns sehr wichtig, dass sie erweiterbar sind, dass man sie also einfach auch in seinen eigenen Unterricht und in eigene Ideen integrieren kann. Man kann sie problemlos mit anderen Materialien kombinieren und sie lassen sich in den verschiedensten unterrichtlichen Zusammenhängen einsetzen. Meine Schule wird zum Beispiel im zweiten Semester eine Projektwoche machen auf Basis dieser Materialien zum Thema. Aber jeder Lehrer und jede Lehrerin ist dazu angehalten, seinen eigenen Unterricht zu gestalten. Aber es können einfach diese ganzen Materialien, die entstanden sind, verwendet werden. Das ist das Gute, dass sie eben für sehr, sehr viele Fächer einsetzbar sind und dementsprechend es sich für Projektarbeit extrem gut eignet. Ich schaue kurz, wir sind schon bei den Links. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt gequatscht? Ich glaube, es war gar nicht so viel. Und das wollte ich auch nicht, weil ich gern auch ins Gespräch kommen würde oder gern auch noch Fragen hören würde. Hier sind die Links. Die Präsentation kann heruntergeladen werden, auch von der ÖH-Website, wer das möchte. Ich weiß nicht, ob ich die in den Chat nochmal schreiben soll vielleicht. Und hier sind einige Kontaktdaten für uns. Wer noch Fragen dazu hat, kann sich gerne an mich und meine Kollegin wenden. Und die Präsentation ist jetzt eigentlich schon vorbei. So, jetzt Ton und Bild wunderbar. Ah, sehr schön, ist auch schon gemacht. Gut, dann, wenn jemand Fragen dazu hat, ich weiß auch gar nicht, wie spät das ist. Ich kriege hier nichts mit. Klar, genug Zeit. Wir liegen gut in der Zeit. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir hätten noch 7 Minuten, glaube ich, sogar auf der Uhr. Man muss auch die virtuellen Formate nicht überstrapazieren. Ich glaube, in den nächsten Wochen wird es uns wieder häufiger begegnen, dass wir hier mit unseren Kollegen, Kolleginnen, Schülern, Schülerinnen wieder auf virtueller Ebene kommunizieren werden dürfen müssen. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Vielen Dank, ein spannendes Thema, das gerade jetzt wahrscheinlich wieder brandaktuell ist oder nie aufhört, brandaktuell zu sein. Wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne in den Chat, ansonsten auch kein Problem, das Mikro zu öffnen und direkt in Kontakt zu treten. Ich glaube, jeder freut sich darüber. Man weiß immer nicht, wie, wo, was? Ja, natürlich. Gut. Was machen wir jetzt mit den restlichen 5 Minuten? Kaffeepause. Kaffeepause, ja. Oder Mittagspause oder wieder. Mittagspause, genau. Gut, ich stoppe die Aufzeichnung.